So, ich bin immer noch in Lorette und ich will über was reden, was mir hier so ein bisschen aufgefallen ist. Ich gehe jetzt hier mit Kumpels schon bestimmt das 5., 6. Mal hin und man entwickelt so seine Routinen. Vor allem, wenn man anfängt, nach Lorette zu gehen, wenn man, wie alt waren wir, vielleicht 22, 23 oder vielleicht sogar nur 20, 21 Jahre. Man entwickelt sich ja währenddessen und man geht immer wieder an denselben Ort, weil es einem gefällt, weil man sich auch ein Stück weit heimisch fühlt, weil man dort tolle Sachen erlebt und man hat so seine Routinen. Und diese Routinen, die spielt man immer wieder ab, weil es ein gewohntes, vertrautes Gefühl ist. Es ist dieses heimische Gefühl, dass man sich auskennt, dass man weiß, wo ein gutes Restaurant ist, wo man hingehen kann. Dann und dann steht man auf, dann geht man an den Strand, dann macht man noch ein Mittagsschläfchen, dann macht man sich langsam wieder bereit für den Club abends. Und diese Routinen ändern sich meistens nicht, aber wir selbst ändern uns. Da wir aber in den Ort zurückkehren, wo wir diese Routinen immer abgespielt haben, denken wir nicht drüber nach, diese Routinen mal auch zu ändern und mal Dinge anders zu machen. Und dann wundern wir uns vielleicht manchmal, dass die Erfahrungen, die Erlebnisse, die wir haben, nicht mehr gleich sind wie damals, sondern dass diese Erlebnisse sich verändern. Das liegt einfach daran, dass man selbst sich verändert, aber die Routinen bleiben gleich. Die werden also nicht angepasst. Und es ist nicht nur auf den Urlaub übertragbar, sondern das ist vor allem auch auf alle Dinge übertragbar im Leben. Wir versuchen immer, unsere Komfortzone auszuspielen, die Dinge, die wir gewohnt sind, weiter fortzuführen. Und wir passen sozusagen unsere Routinen nicht unserer persönlichen Entwicklung an. Und das sollten wir aber tun. Wir sollten das immer wieder hinterfragen. Denn wenn wir Erfüllung darin finden wollen, in dem, was wir tun, dann dürfen wir uns nicht in diese Routinen zu sehr versteifen. Wir müssen sie also wirklich hinterfragen, uns bewusst damit auseinandersetzen. Und dann zum Beispiel, wenn man da jetzt schon 5-mal am selben Ort war, Dinge neu machen, den Tagesablauf ändern, andere Dinge tun, mit anderen Menschen in Kontakt kommen, mit denen man sonst in Kontakt kommt. Vielleicht auch Dinge außerhalb tun, zum Beispiel jetzt hier rechts die Felsen hochzulaufen, wo Lorette einfach völlig idyllisch aussieht plötzlich, wobei Lorette auch am Strand vorne schön ist, aber abseits der Pisten und nicht nur abseits der, landschaftlich abseits der Pisten, sondern im Kopf auch abseits der Pisten handeln sozusagen. Und wenn man das tut, dann kann man immer wieder den Ort neu entdecken, kann aber trotzdem noch seine Freude daran finden, dass man diesen Ort gut kennt. Man kann das also kombinieren. Man wagt sich nur ein bisschen über seine Routinen hinaus und passt sich so ein bisschen an seiner persönlichen Entwicklung und auch der Entwicklung der Ortschaft und so weiter, der Entwicklung der Menschen um einen herum, die sich ja auch mitentwickeln und die meistens auch gleich bleiben. Es sind auch Freunde von damals, mit denen man heute auch noch hierher geht, weil man mit denen die Erfahrung geteilt hat. Und wenn man das tut, kann der Urlaub immer wieder schön und immer wieder neu und aufregend sein. Und trotzdem kann dieses altbekannte Gefühl und diese alten Erinnerungen können trotzdem in einem weiterleben. Und wenn man das auch auf andere Lebensbereiche ausdehnt, nicht nur auf Urlaub, sondern auch auf andere Dinge, die man normalerweise routiniert tut und die mal hinterfragt, dann kann man darin wieder völlig neue Art der Erfüllung entdecken und muss gar nicht irgendwelche Cuts machen und aufhören und neue Dinge beginnen, so richtig Burning the Boats mäßig, sondern kann in denselben Aktivitäten immer wieder neue Erfüllung finden und diese Aktivitäten quasi voll ausschöpfen, bevor man sie einfach abrupt beendet, nur weil man denkt, sie sind ausgeschöpft. Nein, einfach mal die Routinen ändern, das, was man tut, ein bisschen hinterfragen. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.